Hallo ihr Lieben, Food Hall Zeit. Ich war gerade im Kaufland einkaufen und musste dann noch zum Netto, weil im Kaufland gefühlt alles ausverkauft ist. Also ohne Witz, es gab nicht mal Pommes. Also es gab schon Pommes, nur die teuren. Naja, teuren. Die No-Name-Pommes sind ja mittlerweile auch teuer mit 1,99, aber es gab halt nur dann die Markenpommes. Und die waren gerade nicht im Angebot. Und es gab keine Aufbackbrezen und es gab gefühlt vieles nicht. Die Regale sind leer. Dann habe ich das auf Instagram gesagt, dass die Regale so leer sind bei uns im Kaufland und ich jetzt nochmal in einen anderen Laden fahren muss, weil ich irgendwie die Sachen, was ich gebraucht habe, nicht gekriegt habe. Dann haben ganz viele geschrieben, boah, bei uns war das heute auch so. Ist das bei euch auch so? Sind die Regale auch so komisch leer? So richtig viele Lücken und Löcher und ganz viele Sachen gar nicht da? Also ich weiß ja, dass vor ein paar Wochen die gestreikt haben und deswegen, also die Lager haben gestreikt und deswegen waren keine Ware da. Aber der Streik müsste doch jetzt vorbei sein und normalerweise müssten doch die Ware, die Regale wieder voll sein. Dann hat mir noch eine geschrieben, ja Lisa, bald wird alles teurer und die Leute bunkern schon wieder. Sie hat auch schon Nudeln gekauft. Echt jetzt? Wird schon wieder alles teurer? Wollen die einen eins veräppeln? Wir sind immer noch in teuer. Es ist niemals billiger geworden. Wohin sollen die Preise noch wandern? Ja, ganz komisch. Also falls jemand Bescheid weiß, kann das ja unten in die Kommentare schreiben. Würde mich echt mal interessieren, wird jetzt wirklich schon wieder alles teurer? Wir sind doch nie günstiger geworden. Ich dachte, es soll wieder normal und humaner werden. Ich finde es so lustig, ne? Tun die die ganze Zeit irgendwie hier Bürgergeld erhöhen und das erhöhen und das erhöhen. Und was ist mit den Renten? Was ist mit den Rentnern? Was ist mit den normalen Arbeitern? Die verdienen jetzt auch nicht gerade so viel mehr. Und also das System wird immer fragwürdiger für mich. Immer fragwürdiger. Ja, bei uns sind gerade Wahlen in Bayern. Das sind super schöne Wahlzettel. Also es ist, also eigentlich würde ich, wähle ich eine Partei, die ich eigentlich gar nicht wählen würde, aber die, was auf der Partei steht, da wird wahrscheinlich viel gewählt, weil die einzigen, die sich um das Volk kümmern, um das eigene Volk. Ganz krass. Ja, ihr Lieben, so ist das. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt auf die Bayernwahl. Ne? Das ist ja dann die Vorbereitung für die nächsten Wahlen. Wie die Leute anders denken. Also ich denke ja auch schon mal anders und ich denke mir, also reicht es dann langsam. Ich meine, die machen alles teuer. Die machen Strom teuer, die machen Gas teuer, die machen die Lebensmittel teuer. Alles, was der Mensch zum Leben braucht, machen die uferlos teuer. Wird nicht günstiger, sondern wird jetzt wieder gesagt, es wird wieder teurer. Sorry, aber... Also irgendwann ist dann mal gut. Also die, wo jetzt gerade reagieren, weiß ich auch nicht. Die haben Kohle und deswegen denken sie sich, mir scheißegal, was das Volk hat oder... Viel zu wenig wird ans eigene Volk gedacht, habe ich irgendwie das Gefühl. Vielleicht denke ich falsch, vielleicht kenne ich mich da nicht aus, keine Ahnung, aber was ich sehe, ist, es wird nur noch teurer. Es geht nur noch um Geld, Geld, Geld. Ja, und dementsprechend geht es hier auch um Geld, denn diese Packung hat 3,99 € gekostet und sie war im Angebot. Wer weiß noch vom letzten Mal, wo ich sie nicht im Angebot gekauft habe, für 3,49 €, die kleine Packung. Ja, mein Mann liebt die so, er sagt, die schmecken so geil und die Kinder essen die auch so gern. Für mich sieht es aus wie Katzenfutter. Aber die lieben das. Also im Angebot XXL-Packung. XXL-Packung. 675 Gramm sind drin. Ich glaube, in den No-Name-Dingern sind 800 Gramm drin, oder? XXL-Packung. Ah, das sind die Pommes vom Netto. Ich wollte die euch gerade zeigen. Die sind zum Teil so viel. Sind schon im Ofen, denn die Kinder kommen gleich nach Hause. Und die kriegen heute Pommes mit Currywurst. Ja, Mutti ist wieder sehr spät dran. Ja, typisch. Grünländer Käse habe ich mitgenommen für 1,39 €, der war im Angebot. Aufschnitt. Leona, Bierschinken und Krakauer Ringwurst für 4,62 €. 150 Gramm Leona, 100 Gramm Bierschinken und so ein Stück Krakauer. So habe ich bestellt. Die ist die, essen gerade alle voll gern. Ich mag das auch gerade voll auf dem Butterbrot und dann einfach so aufgeschnitten. Schmeckt richtig gut aktuell. Wenn du das zu oft isst, dann schmeckt sie nicht mehr. Ganz interessant. 2,89 €. Ich muss mal wieder zum Türken fahren. Die haben auch immer so leckere Leona. Oder beim russischen Laden, die schmeckt fast nochmal einen Ticken besser. Aber kostet auch ein halbes Vermögen. Und beim türkischen Laden kostet sie weniger, wie sogar im deutschen Laden. Sehr mysteriös. Schokofresh war im Angebot für 1,39 €. Muss mal gucken, ob die Kinder kommen. Tomaten, Rüstentomaten sind gerade richtig teuer vom Preis her. 2,39 € für die Packung gerade. Aber die Kinder lieben diese kleinen Tomaten. Äpfel 1,49 €.
Wir hatten jetzt übers Wochenende überhaupt nichts Frisches mehr. Mann, ihr wisst ja noch gar nichts, gell? Wir haben, also heute ist Montag, ich versuche das jetzt ganz aktuell hochzuladen. Schaffe ich wahrscheinlich. Ja, wenn die Kinder Hausaufgaben machen, schneide ich gleich das Video, damit es für euch noch online kommt, heute ganz aktuell. Damit mal wieder was Aktuelles kommt auf YouTube. Ich bin ein bisschen, YouTube kommt ein bisschen weniger gerade, weil hüpft da einfach auf Lisa Schnapper rüber, auf Instagram, da erfahrt ihr dann gleich immer alles, was los ist. Weil wir letzte Woche ganz viele Autos angeschaut haben, irgendwie irritiert mich das mit dem, ich vergesse meine Kinder, ganz viele Autos angeschaut haben und dann hat mein Mann spaßeshalber, nee, spaßeshalber, eher voller Ernst, hat das Auto, also unseren Audi inseriert und Sonntag waren schon welche da und haben den gestern gekauft. Ja, schön. Jetzt haben wir eigentlich ein Auto zu wenig. Also der ist jetzt dann verkauft, dann muss ich morgen noch zum TÜV, den TÜV machen und dann ist mein Audi weg, ist mein Baby. Jeder, wer mich schon länger verfolgt, vielleicht gibt es das YouTube-Video sogar noch, weiß, dass ich dieses Baby mir 2019 gegönnt habe. Unglaublich stolz war ich darauf und irgendwann habe ich es dann auch bereut, weil wer braucht so ein großes Schiff, ne? Audi Q5 war das und so. Aber es war schon so ein Traum, so ein Audi Q5 zu haben, den habe ich mir gegönnt und jetzt habe ich ihn verkauft. Ja, und jetzt muss ein neues Auto her, es kommt ja ein E-Auto her, weil wir ja eine PV-Anlage haben und ja, da bin ich jetzt gerade noch in Verhandlungen mit dem Verkäufer. Ja, einiges los, Abfahrt hier auf Instagram, hüpft rüber, Leute, hüpft rüber. Ich bin so gespannt, was es jetzt dann für ein Auto wird, was es für ein E-Auto wird und wie das auch ist, ne? Also unsere PV-Anlage läuft noch nicht mal, weil, ich weiß nicht, seit über einem Jahr ist die bestellt und ohne Scheiß, es fehlt der Elektriker noch und dann noch die Abnahme von diesem Stromzeugselwerk da, also bestellt im August 2022. Krass, oder? Ja. Und dann brauchen wir ja noch eine Wallbox für das Auto dann. Jetzt haben wir ein E-Auto, aber unsere PV-Anlage läuft noch nicht. Ja, super. Es ging halt jetzt alles mal wieder schneller, wie gedacht. Letzte Woche habe ich und mein Mann gesagt, wir schauen uns mal um. Dass wir schauen uns mal um, dass es heißt, gleich Autotuch verkaufen und Neues kaufen, war ja wieder typisch bei uns. Immer spontan. Ja, aber ich fühle mich noch so, als ob ich das bereuen werde. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt habe ich Antwort gekriegt. Ach ja, ihr Lieben. Naja, Brotaufstrich, es wird schon gut sein. Mein Mann ist Feuer und Flamme für das Auto und ja, für mich ist wahrscheinlich, für mich sind Veränderungen wahnsinnig schwierig. Also ich bin wahrscheinlich Typ, ich würde mein Auto auch die nächsten 20 Jahre noch fahren. Ich tue mir wahnsinnig schwer mit Veränderungen. Ich glaube, ich halte da wahnsinnig lang fest und das klappt ja und das fährt ja, also für was brauche ich was Neues. Das bin ich voll der Typ und ja. Aber mein Mann ist da dann auch so, der freut sich voll und das ist so schön für ihn und ah ja. Und ja, es macht ja auch Sinn, ein E-Auto und PV-Anlage und jetzt ist der Q5 eh weg und ich habe gesagt, das ist dann, ich habe, ja, mein Mann gesagt, ja, was machen wir, wenn der Q5 weg ist? Ich so, ja, das ist dann unsere Entscheidung, weil er hat eigentlich nur noch auf meine Entscheidung gewartet. Er hat gesagt, er ist sich hundertprozentig sicher, er findet das Auto gut, er findet es top, er hat alles durchgeschaut, es entspricht seinem Ding. Ich muss halt wissen, wir entscheiden das ja zusammen. Ich war mir aber unsicher und habe dann gesagt, ja, wenn der, weil am Sonntag war ja zum Termin anschauen von dem Auto, dann habe ich gesagt, wenn die das Auto nehmen, dann ist die Entscheidung gefallen. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Wird schon gut gehen. Es ist super schön, das Auto. Aber ich tue mir halt schwer mit Veränderungen. Ja, ich mache jetzt weiter, sorry. Brotaufstrich. Von Pop für 99 Cent. Käsewürfel für 1,39. Kinder Bueno im Angebot. Komm, ich euch, ich muss mal gucken, ob meine Kinder kommen. Kinder Bueno 1,49 auch im Angebot. Hinterkochschinken. Ah, jetzt kommen die Würstchen, muss ich gleich mit reinmachen. Hinterkochschinken, für morgen Schinkennudeln geplant. Das schaut so wenig aus. Sind das 200 Gramm? Ich hab ja kein Schwein mehr, oder? Das ist halt, ja, schaut so. Wartet mal, ich habe meine Waage da. Wenn es jetzt 100 Gramm weniger sind. 100? Alter, krass. Ich habe euch doch gesagt, das fühlt sich wenig an. Das nenne ich mal. Leute, ich zeige euch das mal. Und da fühle ich mich jetzt aber schon ein bisschen verarscht. So, hier. Hier ist Hinterkochschinken. Hier steht 200 Gramm drinnen. Ne? Wir machen die Waage jetzt hier an. Ich stelle sie auf 0. Ach so. Aber gerade eben hat es wirklich was anderes angezeigt. Ja, schau, also irgendwie ist die Waage halt ungenau, oder? Je nachdem, wie ich es drauflege. Ja, okay, ich nehme es zurück. Nur 167 angezeigt. Okay, Leute, hören wir auf mit dem ungenauen Wegen. Okay, ich sag schon nichts hier. Es tut mir leid. Jetzt geht diese blöde Waage da nicht mehr an.
Ja, war im Angebot für 1,49. Der fühlt sich schon leichter an wie sonst. Doch, so eine manuelle Waage, die mich nicht bescheißen kann. Bockwürstchen, die waren im Angebot für 2,99. Die muss ich jetzt in den Ofen hauen. Denn bei uns gibt es Currywurst mit Pommes. Wie viel machen wir? 3, oder? Ich weiß nicht, 3. Mein Mann kommt erst später. Machen wir alle 5. Was soll der Geiz? Machen wir alle 5. Warte, ich mache alle 5. Sag mir mal wieder, hier will ich zum Essen. Den Gericht. So, die kommen dann so in den Ofen zusammen mit den Pommes. Hab's gleich, Leute, gleich geht's weiter. Ihr wollt ja, dass auch mal die Kinder was zum Essen kriegen, oder? So, also 2,99 schon jetzt als Mittagessen verwendet. Wo sind sie denn? Bononen, da kostet das Kilo 1,29. Oh, das liebe ich ja. Heute habe ich den großen mit, aber ich weiß nicht, der war halt gerade im Angebot. Normalerweise kostet er 4,99 und jetzt war er auf 2,99. Ohne Scheiß, ich höre Gespenster. 2,99, er wird reduziert und ja, den gönne ich mir jetzt irgendwann mal auf der Couch am Abend mit einem Brot, einem frischen Baguette. Und dann tunkt man da so ein. Boah, das ist schon lecker, so ein Ofenkäse. Ja, eine Gurke für 39 Cent noch. Hier ist mein Einkaufszettel, wo ich die Hälfte wahrscheinlich eben bekommen habe. Dann geht's weiter. Ich habe echt voll viel nicht bekommen. Ich habe halt auch wieder voll viel ausverkauft. Lag Angebote ja sowieso, aber auch Sachen, die nicht im Angebot waren. Baguettes 44 Cent, die waren im Angebot. Die habe ich mal mitgenommen. Fünf Vorrat ein. Oh, geil. Koppenrad und Wiese Brötchen, allerbesten ever. Kommen direkt in Froster. Wir haben nicht voll viel Platz wieder im Froster. Weil, habe ich auch auf Instagram gemacht, also ich hüpfe da einfach rüber, weil ich da letztens ausgemistet habe. Und jetzt habe ich wieder voll viel Platz, also was ich nicht alles eingefroren habe. Diese Sachen, wo man gar nicht mehr essen konnte oder Quatsch waren oder abgelaufen sind oder Gefrierbrand hatten. Und die sind halt dann immer hinten reingerutscht, müsste man aussortieren. Und ganz viel Eis, was einfach Quatsch ist, was Platz wegnimmt. Also kristallisiertes Eis. 1,90, genau. Besten Brötchen überhaupt, finde ich, von Koppenrad und Wiese. Und die von Edeka, die kommen echt nah dran. Also da gibt es diese No-Name-Dinger, wenn die mal nicht im Angebot sind, die schmecken auch gut von Edeka. Genau. Achso, und dann war ich noch, ja, weil beim Kaufland, ich weiß nicht, haben die irgendwelche Probleme mit Brotbacken. Immer wenn ich hingehe, ist immer das Brot, was dauert, im Angebot ist nicht da. Keine Ahnung. Deswegen, was wollen denn die alle? Meine ganzen Nachrichten sind voll. Und mein Mann schreibt mir auch noch. Mein Handy ist... Dauerlautlos, aber Dauer am Blinken. Weizenmischbrot 1,49 ist jetzt von Netto, weil es gab ja beim Kaufland nicht mal Pommes. Und dann bin ich beim, also Netto liegt dann auf dem Rückweg zu mir nach Hause, deswegen habe ich dann keine weiteren Benzinverschleuderungen gemacht. Und jetzt jemand sagt, naja, jetzt halt die teuren Pommes gekauft, wäre günstiger wegen Benzinverschleuderungen. Nein, es lag auf dem Weg. Und Brot hatten die ja auch nicht gescheit. Und das beim Netto schmeckt mir sogar besser wie vom Kaufland das Brot. Das vom Kaufland das Brot ist nie so knusprig, das ist immer so litschig. Ich weiß nicht, wer da backt. Das ist immer so litschig. Nie knusprig. Das stört mich immer so ein bisschen. Das ist immer so weich. Vielleicht mag ich nicht so, oder vielleicht ist das Brot so, keine Ahnung. So ein weißes Brot, 1,39. So ein Toast-weißes Brot. Die Pommes habe ich schon gezeigt. Dann, ach, Landliebe Butter war auch ausverkauft. Wir wären mal beim Kaufland für 1,33, aber natürlich ausverkauft. Also habe ich die Weinsteffen da beim Netto mit für 1,49. Hier ist der Zettel von Netto, 7,77 €. Und Kartoffelpuffer gibt es dann vielleicht morgen oder am Mittwoch. Nee, ich glaube, morgen gibt es Schinkennudeln und am Mittwoch gibt es dann Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Genau, dann habe ich schon mal für 3 Tage Mittagessen. Wow, die Lisa kocht Deluxe Essen. Ah, hier habe ich noch eine Cola Light, ein Sixer-Paket. Was gar nicht, 59 Cent kostet da jemand. Und ich habe voll viel Geld ausgegeben, finde ich, im Kaufland, oder? Nee, okay. Nee, ich habe mich, ach so, stimmt ja, ich habe 3 Euro zu wenig ausgegeben, um dass ich mein 2 Euro Coupon aus der App nutzen konnte. Ja, wären die Sachen vorrätig gewesen, hätte ich meine 40 Euro gehabt, hätte ich 2 Euro gespart beim Kaufland. Ja. 36,55 € und ich hätte auch mehr Geld bei Kaufland gelassen, ne, wenn es die Sachen gegeben hätte. Und 7,77 € bei Netto. Ja. Ja, es war so ein... Ich muss bestimmt diese Woche nochmal einkaufen. Genau, aber ich wollte es jetzt nicht in einen Mischmaschall. Was habe ich denn gelabert eigentlich? Lohnt sich sowieso nicht in einen Mischmaschall zu schneiden. Weil ich muss Mischmaschall. Ich habe so viele kleine Videoclips auf dieser Karte drauf. Da muss ich jetzt erstmal sortieren. Aber das dauert auch immer Ewigkeiten.
Und wo ist meine Luana? Jetzt kommt die Bella heim. Okay, ihr Lieben. Ach, die ist schon da. Ach, die sind anders gelaufen. Ach so, okay. Beide da. Beide Kinder da. Hier nur so Angst, ne? Die Luana ist ja ganz frisch. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Hüpft gerne auf Instagram rüber. Pfiat die!